Läuft die Kamera? Ja, die Rudi, komm her, die Kamera läuft. Ah, tatsächlich. Ah, hallo Kinder. Hallo Kinder, na? Ja, nun geht's bald wieder los, die Schule. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr zusammen mit euren Liebsten die Ferien genossen habt, vielleicht Weihnachten gefeiert habt und den Rutsch ins neue Jahr gut überstanden habt. Schule geht wieder los mit Corona. Wir machen das Beste draus. Ja, ne? Ja. Für die Schule im Deutschunterricht haben wir uns Folgendes überlegt. Ihr sollt langsam anfangen zu schreiben. Schreiben kann man nach Diktat oder selber. Die Übungen, die Rudi und ich uns ausgedacht haben, sind im Endeffekt Diktate. Das haben wir in der Schule auch schon gemacht. Wir haben Laufdiktate gemacht und kleine Buchstabendiktate. Wir arbeiten ja mit der Karibu-Fibel und sind mit dem ersten Buch schon durch. Und deswegen geht es jetzt nochmal ans Wiederholen. Wir haben uns verschiedene Übungen ausgedacht, die ihr alleine machen könnt oder als Hausaufgabe oder auch mit anderen zusammen. Unter dem Video findet ihr auf jeden Fall den Link auf die Seite lehrstuhl10.de. Und da findet ihr dann die Audioaufnahmen für diese Diktate. Ihr könnt Buchstabendiktate machen, das kennen wir schon. Ihr könnt Silbendiktate machen, das kennen wir auch schon. Und neu sind Roboterdiktate. Da spreche ich euch Worte in Robotersprache vor. Müsst ihr euch anhören. Ja, das ist relativ witzig. Bei jedem Diktat hört ihr den Buchstaben, die Silbe oder das Wort dreimal. Dann sage ich Pause und ihr drückt auf Pause. Ist logisch. Und dann nehmt ihr den Stift und schreibt das Gehörte auf. Und wenn ihr das fertig habt, drückt ihr auf eurem Gerät auf Play. Und dann geht das Diktat weiter. Ja, genau. Die Buchstaben, die wir benutzen, sind wie gesagt im ersten Band von Karibu drinne. Es sind T, R, L, M, S, N, W und F, sowie die Vokale, oder wir nennen sie Kapitäne, A, E, I, O, U. Also, unten auf den Link drücken, da findet ihr die Audioaufnahmen mit den Diktaten und für eure Lehrer oder eure Eltern auch Arbeitsbögen zum Download. Aber die braucht man nicht unbedingt. Man braucht halt seine Ohren, Papier und Stift. Na, dann mal los. Tschüss!